Ja, dieses Spitzenspiel hat schon echt den Endspielcharakter. Die U19 von WN Wiesbaden empfängt den FSV Frankfurt zum Aufstiegs-Showdown. 6 Zähler beträgt aktuell der Vorsprung von Tabellenführer WN auf den FSV Frankfurt. Die haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, könnten also mit 2 Siegen gleichziehen mit Wiesbaden. Beide Teams sind zurzeit in toller Verfassung. WN ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Für Frankfurt gab es zuletzt 5 Pflichtspielsiege in Serie. Den besseren Start erwischt der FSV, Samuel Kofi Frimpong mit der Ablage. Für Timo Hildmann erster Abschluss der Gäste, auch wenn es noch nicht so wirklich gefährlich wird. Wiesbaden braucht etwas, um in dieses Spiel zu finden und lauert erstmal auf Umschaltmoment. Robin Rosenberger, der ist hier nicht zu halten, Spiel läuft weiter. Starkes Solo von Rosenberger gegen Hildmann, es gibt 11 Meter für Wiesbaden. Schiedsrichter Jan Schubert legt sich sofort fest, der Kontakt ist da und damit dieser Elfmeter gerechtfertigt. Und der Gefaulte probiert es selbst. Rosenberger gegen Habeck. 1:0 für Wiesbaden. Der Tabellenführer nutzt seine erste richtige Möglichkeit. Timo Habeck ist im falschen Eck, Wehen ist jetzt klar auf Kurs. 8 Minuten später, Ecke Wiesbaden, verlängert am zweiten Pfosten, Oya mit dem Kopf, der Ball ist hinter der Linie, 2:0 für Wehen. Der Doppelschlag von Wiesbaden, Semi Oya steht am richtigen Fleck, der Ball dann mit vollem Umfang über der Linie. Mit diesem 2:0 geht es dann auch in die Pause. Der FSV macht eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Aber Wiesbaden nutzt bislang einfach jede Chance. So kann es weitergehen beim Tabellenführer. Der zweite Durchgang beginnt dann hitzig. Erste Rudelbildung hier nach 5 Minuten. Auslöser war eigentlich ein harmloser Zweikampf im Mittelfeld. Es steht eben einiges auf dem Spiel. Danach beruhigen sich alle mal wieder und es wird weiter Fußball gespielt. Das ist Viktor Gribic auf Georgios Makridis. Der hat unter der Woche noch für die Profis im Hessenpokal gespielt. Dann sind schon 70 Minuten gespielt. Eigentlich eine harmlose Szene, aber der Rückpass von Emmerling ist viel zu kurz. Makridis kommt dazwischen und macht hier den Deckel drauf. Bitterer Fehler in der Frankfurter Abwehrkette und Makridis sagt Danke. In der Schlussphase bekommt Wiesbaden dann nochmal Lust aufs Toreschießen. Überragender Ball in den Lauf von Makridis, Georgios Makridis zum 4:0. Jetzt wird es deutlich. Ausgangspunkt war dieser Traumpass von Marc Dada und Makridis schnürt dann den Doppelpack. Ja, 88. Minute, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber Wien kommt nochmal. Viktor Gribic mit dem Abschluss und auch der passt genau, das 5:0. Allerdings, so ehrlich muss man sein, dieses Ergebnis ist dann doch etwas zu hoch. Der FSV hält hier zum Großteil eigentlich gut mit, aber Wien ist heute zu abgezockt. In der Nachspielzeit zeigt der FSV dann aber nochmal seine Offensivqualitäten. In der Mitte lauert Pumarin und er legt ab für Siokmin Park, der trifft wenigstens zum Ehrentreffer. Der Ball ist noch abgefälscht, auch deshalb kommt da Noah Brada nicht mehr dran. Hey Männer, weiter in der Position, in der Orga.
Danach ist Schluss 5:1. Am Ende ein deutlicher Sieg für Wien Wiesbaden, die damit einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Der FSV muss hingegen seine Aufstiegspläne wahrscheinlich endgültig abhaken. Die Stimmen zu diesem Spiel. Ja, überragend. Also ich muss immer, die Leistung ist überragend. Ich bin absolut stolz auf die, auf jeden Einzelnen, auch die, wo auf der Bank waren, auch die, wo nicht im Kader waren. Weil es sind einfach keine einfachen Wochen, die letzten Monate. Ja. Ich meine, im Februar ist klar, dass wir in eine andere Richtung gehen im Sommer. Und dann trotzdem so zu performen von Woche zu Woche, die Jungs da bei Laune zu halten, ist einfach wichtig. Und das hat mir heute wirklich nochmal gezeigt, dass wir einfach eine homogene Mannschaft sind. Wir sind eins, wir haben einfach einen brutalen Einklang. Aber wir müssen halt auch wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Also es kann so schnell gehen im Fußball. Und wir haben nochmal 5 schwere Aufgaben vor uns, aber mit dieser Einstellung von heute können wir auf jeden Fall positiv in die nächsten Wochen schauen.